Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, einem neuen Let's Play, einem kleinen Let's Test würde ich eher sagen, statt einem Let's Play. Habe ich gerade eben auf Steam gefunden, ist ein 8-Bit-MMO, es ist kostenlos und deswegen spricht überhaupt nichts dagegen, das auszuprobieren. Läuft super auf meinem Computer, Performance ist klasse und ich habe absolut keine Ahnung, was es dabei geht. Es ist ein MMO und das basiert auf 8-Bit-Grafik, wie ihr selbst sehen könnt. Und deswegen würde ich sagen, probieren wir das einfach mal aus. Wir haben hier zwar eine Maus, aber wir können auch WASD verwenden, so wie das aussieht. Wunderbar, WASD Movement. Ich würde euch einfach ganz herzlich einladen, mich zu begleiten bei der Entdeckung dieses kleinen, feinen Spiels. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was das hier wird und wie lange das laufen wird hier. Aber wir werden jetzt einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Und ja, herzlich willkommen, fühlt euch eingeladen. Und wir schauen jetzt mal, was dieses kleine 8-Bit-MMO am Start hat. Gut, also mit WASD können wir mal laufen. Das kriegen wir gerade noch so hin. E, use door. Oder mit Leuten sprechen. Das ist einigermaßen einfach. Hier, sim, 9's sign. Welcome to 8-Bit-MMO. As you see, you can press E to use an object. You've just used it on this sign. Now try using it on the door to the right and head north. Musik ist sehr cool, aber ich mache die mal ein bisschen leiser. Okay, ja, wir können das jetzt benutzen, um zur Tür zu gehen. Das ist nämlich der Wahnsinn. Aber wir wollen nochmal versuchen hier, aufs Bett können wir auf jeden Fall steigen. Können wir es noch benutzen? Nö, noch nicht. Dann quatschen wir doch mal mit Robby. Der, übrigens sehen wir noch ziemlich unmodelliert aus. Ich glaube, so im Laufe der Zeit bekommen wir noch Hüte und alle anderen Sachen. Vielleicht auch Gesichtsfarbe und Klamotten wäre ganz cool. Wir quatschen uns auf jeden Fall mal mit Robby. Hallo Robby. Go on, head on up north through those doors and speak with me in the kitchen. No, don't ask me how I'll already be there when you arrive. Shh. Vermutlich durch Magie. Zaubermagie. Sehr cool. Ja, lass uns mal hier nochmal kurz hier gucken, was hier eigentlich so alles im Start ist. Hier oben HP 3 von 3. Health Points nehme ich mal an. 50 oder 60 G, 0 P, Level 1. Hier können wir die Musik ändern, sehr cool. Es gibt einen eigenen Künstler, der diese Musik gemacht hat, das ist natürlich auch sehr geil. Und wir haben das Menü, dort können wir verschiedene Dinge tun. Und ich denke mal, so im Laufe der Zeit werden wir das automatisch alles erkunden. Hier haben wir einen IRC-Chat, wir können Dinge auf Facebook und Twitter tun, hier gibt es noch die Optionen. Können wir hier vielleicht, okay, hier können wir Volume einstellen. Force Fancy FX on. Hat sich was verändert? Vermutlich nicht. Egal, wir können auf jeden Fall verschiedene Dinge einstellen. Alles wunderbar. Wir schließen das mal und kommen darauf später zurück. Hier können wir chatten. Okay, ich habe außerdem ein E gedrückt. Press Enter to chat. Hello, sage ich. Dann schauen wir mal, was da alles gesprochen wird. Well, I guess this is the most popular the game has ever been. Das kann durchaus sein. Es ist halt auf Steam, ne? Da wird man gleich mal berühmt. Okay, wir sollen durch die Tür gehen, das machen wir. Und dann Richtung Norden. Go on, head up north through those doors and speak with me in the kitchen. Ja, das haben wir ja getan. Und wie komme ich da durch? Hier ist nochmal ein Fragezeichen. Ihr seht, ich hab's schon voll drauf. Ach, durch die Tür. Ja, man muss sich hier so ein bisschen an die Grafik gewöhnen. Und was haben wir denn hier oben? Go to the kitchen, open the door, go north. Talk to the second Robby 2. Press E to talk to the NPC. Alles klar. Was haben wir? Wir haben ein Schwert, das können wir fallen lassen. Das machen wir auf gar keinen Fall. Und hier in diesem Raum ist wohl ein Lobbyist. Slug. Sieht so ein bisschen aus wie ein Fuchs oder sowas in der Art. Oder auch eine Schnecke, man weiß es nicht. So, wir öffnen die Tür. Bam. Ein Träumchen, was da steht hier auf dem Schild. Note to self, get a lava mode installed here. Chicks dig lava modes. Okay, ja, super. Dankeschön. Wir gehen mal weiter und da ist Robby wieder am Start. Wunderbar. This is my kitchen. You can't tell because I don't own any appliances. Can't trust them. Roger that. Robby 2, hi. Es ging wirklich flott hier hoch. Good work. You survived the great and treacherous journey to my kitchen. Truly, you are brave enough to be the hero. Etc. etc. Now get out. Okay, ja, sehr cool. Dankeschön. Erinnert mich für einen Moment an The Curious Expedition. Und es geht weiter.
Go forth into 8-bit MMO, a veritable sandbox of building things and also stabbing things with swords, and probably other stuff too. Because I'm still working on this. Don't rush me, you can do anything from take down a horde of evil monsters to build a city, but the most important thing is you can do is to get off my kitchen. Roger that, that's not my tool. You want one last quest? Well, there's one thing. A wild pack of congressional lobbyist slugs have infested my pantry. Go slay 5 of them and come back here. Use spacebar to attack them with your sword. Roger. Dann werden wir das nochmal testen, ob man hier schon mal... Oh! Gefährliches Schwert am Start. So, hier haben wir einen Teleporter. Das ist natürlich awesome. Sehr schön, aber wir werden das eh verwenden. You must slay 5 slugs first. Go downwards and use spacebar to slay them. Okay, achso, hier eine Tür. Muss man sich auch mal dran gewöhnen. Hallo. Okay, die erste haben wir schon mal erledigt. Wahnsinn. Oh, da ist noch eine. Oh, oh, oh. Bam, bam. Oh, was haben wir denn hier? Ist das irgendwas? Nö, ist nur Dekoration. Alles klar, weiter geht's. Okay. Ja, wahnsinnig schwierig. Bam. Good job, you slayed 5 slugs. Now head north and talk to Robbie C. again. Roger. Wir beschleunigen das mir hier ein bisschen. Ja, eh. Now Robbie, what's up? Wow, you survived. I did not expect that. And now you want a reward? Very well. I will give you a picture of a hot dog. A picture of a hot dog. You don't want it? Oh no, that's cool. If you don't want it, now for your escape. Use the teleporter on the right, get close to the blue thing on the right and press E and then jump into the pit. Yes, seriously. Roger, wir werden das tun. Wir sind ja nur aus 8-Bit. Da geht das. So, bitteschön. So, und da sind wir schon mit ein paar anderen Leuten. Sehr cool. Hier gibt es noch ein Schild. Da können wir Dinge tun. Wir werden mal lesen, was draufsteht. Follow the arrows to the right. Roger. Okay, das war wohl gerade eine Brücke. Hier kann man durchlaufen. Hier sind Dinge. Kann man das eigentlich verschieben? Was ist das hier? Ist das irgendwas? Kann man Dinge tun? Nö, ist einfach nur irgend so ein Überhang. Keep going through the gaps to the right. Okay. Das ist eine Wahnsinnsübung. Und hier steht vermutlich, gehen Sie weiter. You can move fast on the road. Oh ja, oh. Oh Gott! Hier ist die Brücke, über die wir unter der wir gerade durchgegangen sind. Hier steht vermutlich, gehen Sie weiter. Steht gar nichts. Okay, hier vielleicht. Hier, dort steht da vielleicht noch was. Steht da vielleicht noch was. Hier. Ah, jump into the pit below. Yeeha. Ja, das habe ich doch schon gemacht, oder nicht? So. Lol, 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 you actually jumped into the pit and never thought you would actually, great work, now you're stuck. Game over. Press E to continue. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tolles Spiel, wo bin ich? Oh. No, I'm just kidding. When you get stuck, click menu, respawn route. It's good to know this command, because other heroes often tend to build traps like this, because they are douchebags. Ja, das ist eine gute Idee. Dann machen wir hier mal respawn. Und wir sind endlich irgendwo, wo es nach etwas aussieht, wo man Dinge tun kann. Good, now talk to Robbie 2 one last time to find your next steps. Okay, we'll do so. Hello, Robbie. Good job, you're awesome. It's better, it's better, now go away. Okay. Now you are free to do whatever you want. If you want to stab things, then go talk to my good friend Sir Zombie Brains. If you want to build things, then go talk to my friend Draco the Architect. Mm. Oh, one last thing. If you've got feedback or have trouble, just hit me up on Facebook, Twitter or forums. Link are in the menu. Haben wir schon entdeckt? I also post news when I update the game, so consider following on Twitter and liking on Facebook. This world is still a work in progress, but I hope you still have fun in it. And if you enjoy it, tell your friends. I will do for sure. I will make a video out of it and post it on YouTube. Jeez. Okay.
Wir haben tolle neue Sachen zu erledigen. Und zwar Speak with Draco the Architect. Das werden wir doch mal tun. Hallo, Draco the Architect. Draco the Architect. English? Okay. Hello there. You want to learn architecture? You come to the right place. Hell, mein middle name is Architecture. Okay. Nur dein zweiter Name. Meiner ist der Vorname. Draco the Architect. Actually, no. That's a lie. Ich werde ja die ganze Zeit getrollt in dem Spiel. Was ist das? My middle name is The. But my last name is... I'm not sure if you're fully understanding all the subtitles of my character. See, I'm a dragon and I'm an architect, so whatever, never mind. If you want to truly understand architecture, you have to build... to have two key skills. Putting stuff down and picking stuff up. Vitruvius? Postmodernism? What? No. Putting stuff down and picking it up. That's the key. to drop stuff, open your inventory, click the item to make it the active item, then click in the world where you want to place it. To pick stuff up, open your inventory and click the pickup item. It's red to enter pickup. What? To drop stuff, open your inventory. How? Mode. Then click the item to pick up. You can't pick up someone else's stuff though. Okay, now here's 5 blocks. Go find some empty land somewhere. Use the pocket universe telebet next to me. Build solo. Or ask around in the chat to see if mayors are looking for new citizens. And put these 5 blocks down. And then pick them up again. Make the elders proud. Fledgling. Okay. Hier sind irgendwo 5 Blöcke, die ich aufheben soll. Wie geht denn das? Find a spot to build. Okay, das machen wir gerne. Wir haben hier ein Menü, dann haben wir Inventory. Super. Pick up an object. Boop. Okay, wieso geht das nicht? Irgendwo hier sind doch Dinge versteckt. Hier vielleicht? Da? Nein? Was ist das? Click an item to see your active object. Okay, das ist aktiv. Klicke noch. Okay. Okay, da bin ich jetzt irgendwo hingekommen, vermutlich. Aber wo sind die Blöcke? Habe ich irgendwas verpasst? Wo bin ich? What the hell? Ja, dann laufen wir mal so ein bisschen rum. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Was habe ich hier eigentlich? Ach, sind das die 10 Blöcke? Man. Pick up. Okay. Ja, ihr seht, ich bin dann vollkommen Noob. Aber man muss erstmal so ein bisschen reinkommen in das ganze Spiel-Dings hier. Wir haben hier ein bisschen Schatten hinterlassen, das ist cool. Und wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Build by yourself. Menu Respawn Route. Menu Respawn Route. Okay, da sind wir ja schon wieder. Dann gehen wir mal zurück zu dem Kollegen hier. Oh, good work. Hat ein bisschen... Muss man erstmal so ein bisschen reinfinden, aber naja, okay. Dankeschön für das Lob. You generally won't be able to pick up blocks. You up just anywhere. You can't take other people's blocks. That's just not honorable. Ja, Dankeschön. So instead, you must buy your own blocks. You can access the shop at any time just by pressing H or choosing shop from the menu. Go exercise some consumerism and buy something out of the store. Das sieht mir aber verdächtig aus, muss ich mal sagen. Menü, dann gehen wir mal hier, irgendwo ist der Store, Option, Shop, Shop. So, dann können wir irgendwelche Dinge kaufen. Vermutlich ist das hier temporär, spielt also keine Rolle. Die Fensterlein können wir herumziehen, das ist gut. Wir brauchen dringend ein Bett. Also bauen wir mal, kaufen wir mal ein Bett, aber... We have not enough pixels, ah.
Requires Level 2. Okay, dann haben wir hier so einen Kühlschrank mal. Was haben wir noch? Hühnchenschlägel. Ja, kaufen wir mal. Super, go back. Shop. Hat das schon gereicht? Oder muss ich noch mehr tun? Good work, you have good natural knack for architecture. Have you ever considered becoming a dragon? Nope. Oh, that's impossible. Weak souls. Well, it's time to make your mark on the world. Buy some stuff and start building yourself a nice little house. As you've seen, you can build pretty much anywhere somewhere else hasn't already built. Just look for some open grass or dirt and place your objects down there. You might consider extending the road to your front door too. Mm-hmm. Build a house. Find spot to build. Place at least 30 blocks. Then chat with Draco the architect. Reminder, to pick up stuff, open menu, inventory, okay, speak with the zombie brains ist unser nächstes Ding, da werden wir wahrscheinlich lernen, andere Dinge zu tun und ich würde sagen, wir gehen einfach mal irgendwo hin und bauen 30. Sind wir schon wieder in der gleichen wunderschönen Welt gelandet, wo einfach noch gar nichts ist. Ist auch völlig egal, weil wir werden jetzt einfach nur mal testen und Dinge kaufen. Wir brauchen nämlich unbedingt mehr Blöcke. Construction, wunderbar, dann haben wir hier Blöcke. Oh, wir haben sogar einen Teppich. Sehr schön. Dann haben wir hier ein Dach. Auch schön. The old big cement block. Mhm. Was haben wir da? Block und Zementblock. Schön. Ah, der ist ein bisschen größer. Dann haben wir hier Erde, Gras, Dirt, Telepads, Doors, Gras. Okay. Ich würde sagen, wir kaufen mal... haben wir überhaupt... Wo ist unser Gold? Wo ist unser Gold? Wo steht unser Gold? Wo? Keine Ahnung. Wir kaufen jetzt mal die Tür. Kaufen wir mal eine Tür. Minus 10. Ich sehe nicht, wo unser Gold ist. Seht ihr irgendwo unser Gold? Nicht, dass ich jetzt kaufe und kaufe und ich habe sozusagen gar nichts. Dann würde ich jetzt gerne mal hier Inventory. Shop können wir eigentlich zumachen. So, dann haben wir hier eine Tür. Wir haben das hier. Und dann würde ich sagen, bauen wir doch mal ein bisschen was. Wie viel haben wir denn noch? Tja, schon alles weg. Dann können wir gerade nochmal in den Shop gehen. Wir bauen jetzt mal einfach nur eine kleine Hütte, um so ein bisschen einfach hier so reinzukommen. Ja, zwei werden wir noch brauchen. Wunderbar. Das macht aber Spaß. Das ist schön einfach. So, und dann kommt jetzt hier die Tür hin. Yep. Und dann müssen wir eigentlich schon reingehen können. Tür auf. Uup. Tür zu. Geh von alleine zu. Ich hoffe ja. Wieso kann ich denn da so bescheuert drüber gehen? Was ist das denn? Kann ich über die Blöcke drüber laufen oder wie? Okay. Na gut. Können wir also tun. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück zu unserem Respawn. Da müssten wir eigentlich Dinge gebaut haben. Sind wir fertig? Nice. Your construction project is really coming along. But it's no fun if you can't tell everyone who built it. So you better put up a sign. Draco the architect. If we had an Hoa, it'd be a requirement to put up a sign in front of your house, but I accidentally breathed fire on the last Hoa, so... To build a sign, just buy one and place it. Then face towards the sign and in the chat window type sign your text here. Oh, wir fangen schon an zu programmieren. Das ist natürlich cool. For instance, sign Draco is amazing. Geht so. I'm not saying you have to give me credit or anything, but you know, that's just a good example. You know, if you wanted to give your mentor some props, but whatever you want to say is fine. I'm just saying, why is it blah 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 blah. You know, they have entire questions about zombies, but what about what? Do you have to go now? Okay, ja. Dankeschön, Alter. Laber nicht so viel. Build a sign. Okay, wir bilden also ein Sein. Wir gehen wieder in den Shop. Wir kaufen uns ein Schild. Wir nehmen es. Verschieben das Fenster mal hier rüber, dass wir nicht ständig neu aufmachen müssen. Nehmen das Schild, bauen das dahin. Geht nicht, oder was? Oh, kommt schon. Muss ich erstmal wieder da... Da gehen wir mal da rein. Okay. So, dann Schild bauen. Bitteschön. Wir stellen uns direkt davor. Drücken E, sagt aber noch nichts. Das heißt, wir müssen in den Chat. Da müssen wir dann so. Oh, erstmal Enter.
so sein Schild. E-Schild. Haben wir geschafft. Gut, dann gehen wir mal ins Menü zurück und ab zum Respawn zu unserem kleinen roten süßen Drachen. Good Tag, good work. Do you have roof yet? What? You don't know what? How to build a repair chest? Really, you're at. Ah, well, go ahead and use the set levels then. Ah, okay. To build in the air, you can use some of the two techniques. Jetzt wird's interessant, weil wir sind ja gerade eben auch, haben irgendwas gebaut und dann konnten einfach drüber latschen. Das macht ja auch keinen Sinn. Also los geht's. Erstens, hold down shift when you place an item and you can set the height. Or, at the bottom right of the screen, use the set axis lock to lock the height of all subsequent placements. Go and try it out with 7 blocks. Roger, I will try it with 7 blocks. Erstmal müssen wir wieder natürlich 7 Blocks kaufen. Open. Dann kaufen wir hier gleich mal 10, weil ich habe die Befürchtung, dass wir noch mehr Blocks brauchen werden, um alle möglichen Dinge zu lernen. Ich nehme mal lieber das Schwert in die Hand. So, dann nehmen wir hier mal schön auf E. Und dann gehen wir hier drauf. Und tatsächlich können wir hier Click Place Item, Toggle Inventor, Pick Up, bla bla bla. Mhm. So, dann machen wir mal hier ein auf Shift. Ah, okay. Man muss also Shift mit der Maus drüber gehen, dahin, wo man den Block haben will, dann Shift drücken und dann mit der Maus hochfahren und dann kann man sozusagen ein Level höher und schon können wir nicht mehr vorbeilaufen. Muss ich jetzt erstmal auch mal testen. Dann können wir gleich mal hier so tun, als wäre unsere Tür ja tatsächlich irgendwie für irgendwas zu gebrauchen. So, einen Block haben wir noch, den setzen wir dahin. Nein, nur eine Station. So, Dankeschön. So, dann hätten wir die Mission auch schon erfüllt. Dann gehen wir mal hier auf Menü. Respawn Route. Ab zum Drachen. Ja, wir lernen das so langsam. Und ich hoffe noch, dass wir in dieser Folge, dass das relativ schnell geht, Errungenschaft Level 2. Dass wir gleich mal ein bisschen bauen können. Jetzt werden wir wahrscheinlich noch schnell den Zombie machen. Und dann will ich aber auch mal los, weil wir sind jetzt auch schon 20 Minuten hier an der ganzen Geschichte dran. Draco the Architect. Okay, now it's time to create a great structure. I would even give you 20 gold from my heart to help you get started. Now go forth and build something awesome. And come back when you're done and I'll give you a reward. Build an epic structure. Place 100 blocks in the world, then chat with Draco the Architect. Speak with the zombie brains. Jetzt müssen wir tatsächlich erstmal 100 Blocks verbauen. Man könnte ja meinen, das geht gar nicht, würde gar nicht so lange dauern und tatsächlich werden wir uns auch ziemlich beeilen, weil wir wollen natürlich los, ne? Ich glaube, jetzt haben wir 10 gekauft. Dann gehen wir mal in das Inventory. Da haben wir tatsächlich fast alles, was wir brauchen. Ja, dann machen wir doch mal hier so ein bisschen. Bauen wir hier natürlich noch mal eins weiter, dass unser Räumchen auch ordentlich geschlossen ist. So, und dann würde ich sagen, wir könnten eigentlich auch planieren. Wie war das noch mal mit Dinge wegmachen? Das war, glaube ich, das hier, ne? So, genau. Jetzt können wir hier nämlich durch. Dann können wir hier diesen Raum noch schön erweitern. Wir haben ja richtig viele Blocks. Wie weit reicht eigentlich unsere Maus da? Ist das völlig egal, wo wir stehen? Ja, ist es. Sehr gut, dann können wir hier eigentlich noch so rumfahren. Einfach, dass wir unsere Blöcke verbraucht haben. Wir müssen ja nicht jetzt unbedingt wahnsinniges Ding hier bauen. Es geht ja auch wirklich eher darum, so ein bisschen zu üben. Und das ist ja dann auch in Ordnung. Jo, schön, schön, schön. Ist so ein bisschen Minecraft-mäßig, muss ich sagen. Nicht ganz, aber...
Okay, hier müssen wir noch ran. Es macht auf jeden Fall Spaß und ich glaube, wenn wir auch mal ganz normal bauen dürfen und auch so ein bisschen mit anderen Leuten interagieren können, dann wird das, glaube ich, ganz spaßig. So. So, und woran erkennt man jetzt hier, dass man da durchlaufen kann? Das muss man auch so ein bisschen raten, ne? Okay. Dann bauen wir hier noch schnell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das könnte ein Toilettenhäuschen sein. So, wunderbar. Place 100 Blocks. Haben wir das schon gemacht? Ich glaube, ja. Keep a fly fledging, make something. Achso, wir haben noch. Naja, okay, alles klar. Da gehen wir mal hübsch wieder zurück und kaufen uns nochmal 47. Ich hoffe nur, dass wir uns gerade nicht irgendwie, wir haben doch noch. Können wir noch? Kein Geld mehr, oder was ist da los? Okay, ich habe keine Ahnung, warum kann ich keine 100 Blöcke, muss ich jetzt mal was kaufen oder was ist das hier? Open, one gold, ja, let's go. Wieso geht das nicht? Teppich, Teppich kostet nichts. Open, weil doch natürlich kostet das was. Okay, ich bin ein bisschen genervt, jetzt kann ich das hier nicht bauen. Das macht aber nichts. Ich würde sagen, wir gehen einfach zurück und respawnen Root. Oder wir respawnen Home. Okay, ist das gerade alles das Gleiche. Können wir hier irgendwie abhauen. Und tschüss. So, wir müssen ja, glaube ich, gar nicht überall hin. Dann würde ich einfach sagen, jetzt gucken wir einfach mal ein bisschen, wo wir hier langkommen. Machen die halbe Stunde noch schön voll. Und ja, legen einfach los. Das ist ja nett, dass wir hier sowas lernen können und so. Aber wir wollen natürlich ein bisschen entdecken und deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wo es hier lang geht. Northern Hub by Grimm, okay. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo wir hingehen sollen. Town not found, psychotic smiling. I accidentally picked up your telepath and it's in your inventory now. Lol, find me later and trade it back to me. Very funny. Okay, wir sagen, wir gehen einfach mal irgendwo hin. So, das sieht richtig schön verwirrend aus hier, okay. Hier geht es einfach, glaube ich, überall hin irgendwie. Wir boxen uns einfach mal jetzt irgendwie durch und, oh mein Gott, wo sind wir denn? Hurtle by Shocky, okay. Hier sind Türen, das ist schon mal gut. Please open the door. Geht nicht auf. Was ist das hier? Blau. Ich weiß es nicht. Hier oben, The Zoo by bla bla. Okay. Dann versuchen wir mal hier reinzugehen. So, hier sind wir doch schon mal irgendwo. Das hier sind eindeutig Bäume, soweit ich das sehen kann. Hier haben wir sterbende Spiele-Rezensierer. Ich verstehe schon. Sehr gut, finde ich cool. Kommen wir da irgendwie ran? Ja, kommen wir. Ah, hier ist die Straße, da kommen wir natürlich schneller vorwärts. Hier kommen wir zu. Okay, den haben wir jetzt gerade, glaube ich, getötet. Ist aber alles gut. Ja, wir laufen einfach ein bisschen rum, würde ich sagen. Aha, eine Lawyer Cat und oh mein Gott, ich werde angegriffen. Schnell wieder raus. Alles klar. Das war eine Rechtsanwaltskatze. Das ist ein Tipster. Oh oh, da wollen wir auch nicht hin. Dann gucken wir mal, was da hinten alles abgeht. Hier oben. Botting is not allowed. If you are God, will get reported and banned. Ja, das ist schon in Ordnung. Was haben wir denn da oben? Press E next to the yellow block for 50 free gold. Das ist mit Sicherheit ein Trick. Den werden wir aber natürlich testen. 50 Gold bekommen. Sehr cool. Okay, war kein Test, das war alles gut. So, was steht denn hier auf dem Schild? Northern Farms. Ja, das checken wir doch mal ab. Ja, wir irren jetzt hier gerade mal so ein bisschen einfach mal rum. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Das funktioniert. Hier sind wir irgendwo gelandet. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gerade sind, aber wir gucken einfach mal. Wir checken das hier so ab. So, Dire Game Reviewer Farm A is this way. Mhm, mhm.
Hab so ein bisschen das Gefühl, ich werde irgendwie getrollt hier. Sehr viel zu entdecken gibt's hier nicht. Wo geht's denn hier lang? Ist da eine Wiese? Nö. Ja, ich hätte es ja schön gefunden, wenn hier noch irgendwie ein paar Leute sind. Jetzt sind wir aber auch einfach wo völlig falsch lang gelaufen. Wo halt einfach nichts ist. Ich kenne mich ja noch gar nicht aus. Ich bin ja voll der Noob. Ich würde sagen, wir gehen mal irgendwie zurück zu unserem Respawn-Home. So, da ist ja schon wieder dieser Robby. Zu dem wollen wir eigentlich gar nicht. Wo kommen wir eigentlich hier hin? Sind da irgendwelche Leute? Hier ist auch niemand. Doch, da ist jemand. Hallo, hallo, du. Hallo. Bleib doch mal da. Hallo. Hey, da hat sogar schon eine Hose. Habt ihr gesehen? Wie cool. Okay, hier kann man sich, glaube ich, hinsetzen. Hier ist ein Tisch, kann man eine Besprechung machen. Sehr gut. Tja. Ist da? Hat sich jemand unter dem Tisch versteckt? Ja. Hallo. Welcome to Primary Social Club Bikesurf. As root is instanced, you will not see other players here. However, this is a good place to meet up and trade. Okay. Also ich bin falsch. Auf gut Deutsch. Ich würde gerne zu anderen Leuten. Hallo. To the right combat pad, I will teleport you in the transponder match if one is running. If not, feel free to start your own. Just buy transponder from the dungeon stuff category and place it. Ich habe keine Ahnung, wovon der spricht, ehrlich gesagt. Wir haben auch kein Gold mehr, um diese Quest hier zu beenden. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ja, war nett, war ein schöner Versuch. Jetzt muss ich wahrscheinlich mal noch ein bisschen lesen müssen, damit ich blicke, wie dieses Spiel überhaupt funktioniert. Und wo ich denn jetzt als nächstes hingehen müsste. Was denn hier? Was ist das denn? Weiß ich nicht. Ich denke einfach mal ein bisschen rum. Inventory. Get Gold. Wo komme ich da hin? Ah, das ist wahrscheinlich so, wie sie das Spiel finanziert. Jo, das hatte ich mir schon gedacht. Großartig. Also man kann Gold kaufen. Mit echtem Geld. So, was haben wir denn noch? Refer. Copy URL to Clipboard. Ah, okay. Nee, wollen wir natürlich auch nicht. Dann gibt es hier eine Map. Das ist cool. Da kommen wir allerdings auf eine Map im Browser. Die seht ihr jetzt gerade nicht. Aber die ist unfassbar groß. Oh mein Gott. Sehr, 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 sehr groß. Okay, könnt ihr wahrscheinlich gerade nicht sehen, das tut mir leid. Werde ich vielleicht einblenden, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall bin ich gerade eine gigantische Map gekommen, die unfassbar groß ist. Ja, ich würde sagen, das war es, soll es erstmal gewesen sein. Ihr habt so ein bisschen Einblick bekommen, was man so tun kann über die Grundfunktionen. Und ich finde es ganz spannend. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal angucken, auch wenn ich jetzt noch gar niemanden gesehen habe. Aber das soll ja nicht heißen, dass es schlecht ist. Es gibt einfach eine gewisse Learning Curve, so wie bei EVE Online auch. Und ich würde sagen, ja, es ist kostenlos. Installiert es mal, probiert es selber aus. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Ansonsten würde ich mir gerne bei der Abo meiner Frau. Und ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal bei Let's Play Minecraft. Oder wir sehen uns bei The Curious Expedition. Oder bei einem meiner Vlogs. Schaut mal da rein. Ich freue mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine schöne Restzeit. Adieu!